Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Angel-Special Nummer 3. Und Mulenja wedelt da schon extrem aufgeregt mit ihrem Ärmchen, mit ihrem Stumpen durch die Gegend und springt wie so eine Wahnsinnige. Ich kriege von hinten einen rauf vom Alex hier, den wollen wir mal gleich hier welche zupulen. So geht das hier aber nicht. Ja, liebe Leute, wir sind hier die Community-Server-Gruppe. Da haben wir den Alex, den Joe und den Yoshi. Die beiden hier, Alex und Joe, waren ja beim letzten Mal nicht mit dabei. Die Mulenja kennt ihr ja alle. Mhm, hallo. Hallo. Und als besondere Ehren-Supergäste haben wir diesmal dabei, wo ist er denn? Fangen wir mal mit dem Mädel an hier. Die Julia drin. Er hat mir gerade meinen Kuchen zusammengegessen. Wenn's du auf den Boden schmeißt. Ja. Oh, Essen, lecker Essen, lecker Essen, lecker Essen. Hier, ich nehme Essen. Gib doch mal her hier das Essen. Verdammt. Welch wundervolle Begrüßung meinerseits. Yay. So, also, ja. Wir haben jetzt hier die Julia drin. Und dann haben wir hier MG-Mus mit. Hallo. Hallo, hi. Schön, dass ihr da seid, alle miteinander. Hallo. Oh ja, da ist er. Elan pur hier. Bin auch da. Ja, Mulenja ist auch da. Ja. Yippee-yay. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zur Angelinsel. Genau. Und fangen dann mal an. Dann folgt uns. Diesmal braucht uns Wusimu den Weg ja nicht zeigen. Nein, ich weiß ihn noch, glaube ich. Glaubst du? Tür vorer, Nase zu. Nun warte doch mal, Mulenja, renn doch nicht so. Die Leute müssen doch auch hinterherkommen. Hier ist die Katze. Auch hier ist der offizielle Serverkater gelandet. Warum ist der Serverkater hier? Moment, ich setze den mal hin. Das geht nicht. Warum kann ich den jetzt nicht hinsetzen? Wir hatten den jetzt auch. Wusimu, oder? Wusimu, aber ich hatte den. Na, ist ja egal. Komisch. Lass den Serverkater da rumlaufen. Was hallo, Mieze. Ah ja. Ich will das Geplapper von dem Dorfbewohner. Beim ersten Mal habe ich mich erschreckt, dass ich die gehört habe. Ich hab mir gedacht, was ist das denn jetzt? Findet man Minecraft drauf? Ich hatte letztens einen Abonnenten bei mir, dessen Texture-Pack hören, die sich irgendwie wie so Star-Wars-Figuren an. Keine Ahnung welche, weil ich mich nicht auskenne, aber es hat sich dezent lustig angehört. Ich glaube, es waren die Wookies, oder? Das kann sein, ja. Nettes Gewusel hier. Alter. Ja. Halt, falsche Richtung. Alter Verwalter. Hier, bitte Gleis 2. Ich hoffe, wir haben noch genug Dings da drin. Ja. Hammer. Dings Mulenja oder was? Wer fährt hier vor? Nix. Alex fährt zuerst. Alex. Ja. Dann der nächste. Das bin dann mal ich. So, auf geht's. Zuerst. So sieht's aus. Oh, da ist eine leere Karre mitgefahren. Da mach ich den. Mach. Fahr einfach mal. So. Ja. Achso, ich dürfte den Knopf drücken. Bitte mal jemand. Ich drück für dich. Danke. Kann mir mal jemand den Knopf drücken? Hallo, mein Gott. Hallo, Alex. Wieso bremst du? Ja, weil da die leere Lore ist und die bremst mich aus. Ja, jetzt. Achso. Ich bumps da gleich hinten drauf, wenn's so weitergeht. Huch, mein Gott. Yay. Nimm mich schön verwirrend hier. Gib mal Gas davor. Ja, ich mach doch schon. Nein! Ja, jetzt geht's im Rückwärtsgang. Nee! Halt, da kommt euch eine Lore entgegen. Ey, Joe, bring mal die Lore wieder mit. Ja, ja. Die leere Lore war's. Okay. Ja, da kommt gleich noch eine. Wieso bin ich jetzt hinter euch? Ja, beim mal zurückfahren. Ach so, cool. Ich stell mich ganz mal da hinten und mal gucken, ob wir da welche sehen. Oh, fuck. Ich fahr jetzt wieder vor. Schafft er das? Warte mal, da ist noch die leere Lore irgendwo, oder? Die Lore leere? Dann. Oder ist die weg? Yoshi seine ist, glaube ich, bei euch in eure Richtung gekommen. Nee, als keiner angekommen hier. Oder, Yoshi? Ja, die ist zurückgefahren, automatisch. Also ich habe drei Loren eingesammelt. Okay, ja, das ist schon mal gut. Wir sind aber zu viert hier, also ist Yoshi seine tatsächlich zurückgefahren. Ich probier's nochmal. Ah oh, nee, vor mir liegt sie. Okay. So, ich esse jetzt erstmal was hier. Lecker Ofenkartoffel. Gut. Wunderbar. Ein kleiner Verlust am Weg zur Angelinsel, das können wir schon wegstecken. Ja. Oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Hui! Das ist eine ganz schön weite Strecke immer, ne? Ja, das ist schon ein ganz schöner Weg.
Erstmal mal Konten nachgehen. Ja. Wir warten hier. Okay. Da ist schon wieder eine Lore. Ja, das ist die von Yoshi. Jetzt sag ich, ihr fahrt schon wieder zurück. Nee, nee. Also ich noch nicht. Alex, auch im Schienenlaufen ist gefährlich. Oh, hier würde ja, ich dann auch aussteigen. Jetzt fahre ich wieder zurück. Nee, nicht schon wieder, nein. Weg da, weg, 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 weg. Nein, nicht jetzt mit meiner Lore. Ne. Nicht zurückfahren. Mensch, was macht ihr denn da? Nein, ich hab mich hier zurückgestoßen. Ihr also müsst, ihr ich müsst bin von dann den einfach Schienen. Ausgestiegen, ne? Das ist ja übelst. Das hat letztes Mal mit den... Mit dem Miners hat das aber besser geklappt. Ja, ja, ja stimmt, ja. Das geht ja. Nein! Warum werden die automatisch zurück? Keine Ahnung. Hier, weil die Schiene hier unter Strom steht ständig. Okay, warum? Ja. Keine Ahnung. Dürfte sie ja eigentlich nicht. Mal sehen, wenn es gleich der MG dann auch noch geschafft hat. Okay, dann die Loren sammeln wir dann halt irgendwann mal ein. Ja. Ja, ne? Lore drei ja. Stück. So, auf der Karte sehen wir schon, da kommen die beiden an. Ja. Oh. Da ist er. Ja. Es fehlt noch die Mulenya. Hey! Willkommen, ja, willkommen. Ach, ja. So, dann so. Folgt mir. Hier hinten nach oben, bitte. Ah, da stehen die Türen. Ja. Dip. So. Boah. Ich bin da. Boah. Sehr schön. Willkommen auf der Angelinsel. Ich brauch was danke. Zu essen. Ja. Übrigens ist die Klappe da auf der falschen Seite, oder? Nee. Springst dich schlecht raus. Kannst doch einfach hochklettern. Musst dich nur umdrehen und weiter hochklettern. Ach so, ja. Sollte eigentlich so, alles funktionieren. Angeln haben wir hier. Genau, hier hinten in der Kiste. Ich hab mich schon mal bedient. Sehr gut. Schön. Wer hat genau die Angel genommen, die ich gerade nehmen will? Was soll das sein? Wer angelt in meinen Rücken? So, dann sucht euch einen Platz und fangt einfach mal an zu angeln. Ich nehme mal Kontes Platz. Mein Platz? Achso. Oder kein Ahnung. Ah, Mensch, hier geht das nicht. Hier sind die blöden Lianen. Hat schon irgendjemand Fische eingesammelt. Mulenya, was fischst du da? Das ist mein Platz. Hör mal auf, siehst du fischst mir die Fische da raus. Ja. Angelhaken schwebt in der Luft. Das geht so gar nicht. Oh, wei, oh, wei. So funktioniert das nicht hier. So ist das. So, jetzt aber. Verdammt. ja, also wir haben was Neues eingeführt beim Angel-Special. Ja, ab heute. Ab heute. Und zwar dürfen die beiden, die nachher am meisten Fische haben, nochmal gegeneinander antreten. Und der Gewinner wird dann zum Angelkönig gekrönt. Wird dann vom Server gebannt. Darf nie wieder drauf. Ja, genau. BZW Angelkönigin, das kommt ja drauf an, ne? Das kommt drauf an. Also es gibt ein kleines Minispiel hier nachher noch. Ja, momentan nur eins, es sollen noch mehrere kommen. Eben, aber das war so eine spontane Entscheidung und genau. Ja, deswegen nur eins bis jetzt. Cool. Ja. Aber man fängt ja immer klein an. So ist es. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den üblichen Floskeln an, oder Mulenya? Ja. Was hältst du davon? Ja. Fragen wir die beiden erstmal, also die Julia vielleicht zuerst. Wie gesagt, Ladies First ist ja immer so, es ist ja immer dieser Murks, ne? Immer dieses, ach, immer muss die Frau zuerst, das ist Höflichkeit. Ja, man wird als Mann einfach diskriminiert hier. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, aber das muss immer so, weißt du, die Hand zuerst geben, erst zuerst fragen, immer den Vortritt lassen, immer zuerst von der Titanic retten und so Geschichten, das ist also... Ja, genau. Nee, die Hand geben und Titanic retten brauchst du jetzt ja beim Angel-Special ja doch nicht, oder? Ich hoffe nicht, dass jetzt die Angelinsel hier untergeht. Also, und ansonsten, da ist ja auch Leonardo für zuständig. Ja, eben. Genau. Okay, dann fangen wir mit der Julia an. Dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir, so, was du so auf YouTube veranstaltest. Ja, ich habe gerade mein Mikrofon ausgesteckt. Das war sehr, sehr negativ. Dafür hören wir dich aber ganz gut. Ja. Nee, ich habe nur noch mitbekommen, irgendwas von mir erzählen. Genau, was du so auf YouTube veranstaltest. Was machst du auf YouTube? Warum bist du überhaupt auf YouTube? Ja, ich bin auf YouTube, weil mich der liebe MG Mus mit dem ganzen Thema Let's Play angesteckt hat. Und dementsprechend selbst Let's Playerin geworden. Und Let's Play da alles Mögliche durch die Bank. Das fängt ja wirklich an bei Shooter und geht mit Minecraft weiter und hört mit Point-and-Click-Adventure auf. Und
dann habe ich nebenbei noch so meine kleine Mädelsecke aufgebaut, wo ich mal andere Let's Playerinnen vorstelle. Ja, das ist so im Groben und Ganzen das, was ich so auf YouTube mache. Denn ab und zu gibt es ja dann die Tage, da werde ich dann gefragt, ob ich vorbeischauen möchte. Und da komme ich als hoher Besuch natürlich sehr gerne mit vorbei. leicht angeberische... Nee, natürlich aber. Nicht. Sollte ein Scherz sein. Ja. Keiner versteht mich. Oh. Das ist schrecklich. Dabei fällt mir gerade ein, du hast jetzt ja auch dein Special irgendwie in der Mädelsecke gerade erst gemacht oder gehabt oder wie? Ja. 25 Vorstellungen oder sowas war das, glaube ich? Genau, richtig. Ja? Ja, irgendwie so war das, genau. Ich habe mir leider bisher nur den Anfang angeguckt, fand das erstmal sehr verwirrend, weil ich wahrscheinlich die ganze Geschichte gar nicht irgendwie so mitbekommen habe, denn du hast da ja irgendwie zwei Kerlmädels oder so anscheinend. Drei, die da, genau. Oder drei, die da wo mal bei sein wollten in der Mädelsecke. Ja. Ich habe das nur mitgekriegt, als du damit angefangen hast, war im Let's Play Forum eine große Diskussion ja irgendwie, dass du nur Mädels vorgestellt hast. Ja. Also es gab da ja so, es gibt ja immer Für- und Widersprecher, was ist denn hier los? Das ist ein Motorrad. Ich glaube, die Balkontür ist noch auf, das ist übel. Der Balkondo ist noch auf. Balkondo, ja. Also wundert euch nicht, wenn ihr mal komische Sachen hört. Das ist dann hier draußen die Straße. Also die Leute, die auf der Straße fahren. Ja, und... Ach so. Ah ja. Und da gab es ja irgendwie auch ein bisschen böses Blut, so wie ich das mitgekriegt habe, ne? Ja, also es gab halt Leute, die einfach der Meinung wären, dass es diskriminierend wäre, wobei ich das in dem Zusammenhang sehr interessant finde, dass man von Diskriminierung spricht, weil ich ja nur Let's Playerinnen vorstelle und keine Let's Player und das wäre ja nicht in Ordnung und ich habe dann gesagt, naja, grundsätzlich ist es meine Sache, wen ich vorstelle und wen nicht. Und ich habe keine Verpflichtung, dass ich Männer vorstelle. Und wenn die den Sinn hinter der Mädelsecke nicht verstehen, dann kann ich ihnen halt leider auch nicht helfen. Mhm. Aber das hat sich sehr schnell beruhigt. Ja, es ist ja meistens bei sowas der Fall. Des Weiteren ist es ja eh so geworden, dass das ja anfänglich sehr gehypt wurde, diese ganze Promotion-Geschichte, diese Vorstellungsgeschichte, und dann aber auch sehr schnell wieder abgeebbt ist irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Also, allerdings. Das ist jetzt ja, wenn ich mir so Statistiken von recht großen Promokanälen angucke, da geht das extrem nach unten, das interessiert eigentlich keinen mehr wirklich, weil sie alle gemerkt haben, so wirklich, was bringt das eigentlich gar nicht? Also zumindest nicht das, was die Leute sich erhofft haben davon. Das stimmt allerdings. Ja, viele haben sich dann davon den Riesenkanal erhofft. Ja. Und ja, das hat ja irgendwie nicht eingesetzt und seitdem ist das irgendwie ein bisschen alles auch weniger geworden. Das hat mich jetzt hier runtergeschlagen mit seinem Angel. Glaube ich's aber, mir hackt's. Hier. So, Hubex, hör auf mit dem Blödsinn, ne? Hier, sonst wirst du gebannt. Und ich kann wieder nichts öffnen, gell? Richtig. Genau. Eigentlich wollte ich noch irgendwas fragen. Was war denn das noch? Jetzt habe ich das vergessen. Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Also, ich fand die Mädelsecke auf jeden Fall klasse. Ja, ich habe ja auch den Vorteil, dadurch, dass ich auf mit Mulenia jetzt ja den Kanal zusammen habe, wurde ich ja sozusagen in Anführungszeichen indirekt mit vorgestellt. Ja, da war ich ja noch alleine. Eben, da warst du ja noch alleine auf dem Kanal. Genau. Ist also alles legal und vernünftig abgelaufen. Genau. Selbstverständlich. Ja. Jens, was war das denn noch? Ich wollte irgendwas, wollte ich fragen. Also ein Notizblatt wäre schon cool, oder? Ja. Ja, da vergesse ich mir das aufzuschreiben. Ach so. Oder vergiss, wo der Zettel ist, ne? Richtig. Wir werden mal einen Knoten ins Ohr machen. Naja, vielleicht fällt es mir noch wieder ein irgendwie. Genau, dann kann er jetzt sich erstmal der MG vorstellen. Genau, ich finde auch, der muss jetzt so lange warten. Ja. Oh, so lange muss ich jetzt auch nicht warten. Hab mich halt aufs Angeln konzentriert. was mach? Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren auf YouTube, mach seitdem Let's Plays. Ja, mehr schlecht als recht. Mehr schlecht als recht. Also, ja. das kann ich so aber nicht bestätigen. Ich fand zumindest, was das Deponia Let's Play anging, fand ich das sehr geil gemacht. Also, viel mehr habe ich jetzt nicht geguckt, weil du machst viel irgendwie so Fußball ja auch irgendwie, ne? Du machst so FIFA irgendwie, ne? Ja, ich habe FIFA gemacht. Ich mache eigentlich alles, wo ich eigentlich Lust drauf habe. Hauptsache, mir macht Spaß und das spiegelt sich hoffentlich auch in den Let's Plays wieder. Weil hat ja auch keinen Sinn, wenn jetzt mir irgendwas nicht gefällt. Wie zum Beispiel Don't Starve habe ich jetzt
einfach abgebrochen, weil ich keinen Spaß mehr dran habe. Mhm. Und ja, das spiegelt sich ja doch irgendwo wieder. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ja. Es gibt einfach Situationen, da muss man dann beenden, bevor es dann einfach nur noch, ja, eklig wird. Ja, dafür einen selber ja auch. Das habe ich auch schon teilweise bemerkt, wenn ich so 7 Parts mal, so 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 Parts gemacht habe. Auf einmal, ne, denke ich mir, ne. Auch wenn ich kurz vorm Schluss war oder so, wenn es auch ein kurzes Spiel war, es hat einfach nicht Spaß gemacht und dann, naja, dann habe ich es dann auch verworfen zeitweise. Mhm. Ja, das muss dann ja einfach auch sein, ja. So konsequent muss man sein, weil das nimmt die Community einfach nur übel, wenn du sagst, ja, das ziehe ich jetzt auf Gedeih und Verderben durch, weil es jeder macht, weil es ein gutes Spiel ist, in Anführungszeichen, aber naja, muss ja also, nicht sein. Nein, das bringt nichts, wenn du da hockst und denkst, oh, verdammt, ich muss das jetzt aufnehmen und versuchst da auf Biegen und Brechen irgendwie gute Laune zu haben und das durchzuziehen, das merkt man auf jeden Fall. Ja, so ist es. Auf jeden Fall. Wie viele Fische habt ihr eigentlich so zwischendurch mal gefragt? Also ich habe jetzt 8. 8. Was? Wer hat 20? 21, 22. Oh. Hä? Oh. Wann machst du der das? Der Joe. Unglaublich. Ich geh halt einfach da und bin am Angeln. Ich glaube, ich stelle mich einfach mal vor Joe hin. vor Joe, ja, das ist wichtig. Hier vor. Aber ich hab was Schickes an der Angel. Ja, ich hab Unterwasser, genau. Unterwasser. Unterwasser gerade einen Fisch gehabt. Ich hab Alex an der Angel. Gibt es Sonderpunkte? Also beim Alex auf jeden Fall, da kriegst du auf jeden Fall Sonderpunkte. Oh, cool. Was gilt für Tintenfische? Ach, da habe ich auch schon viel gefangen von. MG, aber warum meintest du, dass du mehr schlecht als recht Let's Plays machst? Ja, einfach so, just for fun, nee. Es läuft einfach nicht so gut, wenn ich jetzt zum Beispiel Julia anschaue. Da, bei der ist ja der Kanal mehr oder weniger explodiert, im Gegensatz zu mir. Ja, das stimmt. Ja, die Julia, die ist ja... Das stimmt, das ist also... Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Perfekt. Ich glaube, wir haben ziemlich zeitgleich angefangen gehabt, ne? Sie war etwas eher dran. Etwas eher und das war wirklich eine Explosion irgendwie. Besonders nach dem Kanalwechsel, ne? Ja. Ja, da ging's los, da ging's so richtig los und deswegen auch mal die Aussage, mehr schlecht als recht. Aber ich mach's. Naja, das ist aber ja auch immer so ein, ja, es ist immer schwierig irgendwie, man muss halt auch ein bisschen Glück, gehört da auch mit dazu. Ja, das ist auf jeden Fall. Was ich vorhin jetzt aber noch fragen wollte, Julia, war, du hast ja eben nicht nur die Mädelsecke gemacht, sondern du hast ja auch für, Vorbereitung, für dieses komische Let's Player Magazin hast du ja irgendwas über Tittenbonus geschrieben. Ja, genau. Richtig. Heißt das nicht LP Geil oder? LP Geil, ja, oder genau, Geil LP? Geil. Oder? Mittlerweile heißt halt das Let's Player Magazin. Genau. Mhm. Genau, richtig. Also letsplays.de. Ja, genau. Okay. Machst du da eigentlich noch was für die? Grundsätzlich ist es so, dass ich halt, wenn das Magazin wieder regelmäßig rauskommt, vermutlich da einmal pro Magazin einen Artikel schreibe. Ansonsten, ich könnte, wenn ich wollte, Artikel schreiben, aber im Moment habe ich so wenig Zeit dafür, dass ich es momentan nicht mache. Mhm. Einfach ist, wie soll ich sagen, Zeit. Man muss sich halt erstmal ein Thema einfallen lassen, zu was man an einen Artikel schreibt. Und das ist halt einfach dann, ja, keine Ahnung, die Zeit kann man in so viele andere Sachen investieren, dass ich gesagt habe, okay, im Moment lasse ich das einfach mal ein bisschen schleifen. Wenn halt wieder das Magazin rauskommt, das Magazin selbst ist ja momentan auf Eis gelegt, dann werde ich schon versuchen, eben meine kleine Kolumne weiterzuführen. Aber so an sich für die Seite mache ich momentan nichts. Okay, tatsächlich haben die das, gibt's da kein neues im Moment mehr? Magazin? Ja, momentan ist das Magazin an sich auf Eis gelegt, die Homepage an sich, die wächst und da kommen auch jeden Tag Artikel raus, aber die Zeitschrift an sich wird momentan nicht rausgebracht. Die sind halt momentan einfach am Suchen, wie sie das Ganze weiter ausbauen. Ist das eine richtige Zeitschrift, also richtig aus Papier oder nur Zeitschrift? Im Moment ist es nur eine Online-Zeitschrift, aber es ist halt geplant, das irgendwann zu einer richtigen Zeitschrift werden zu lassen. Aber wie genau, weiß ich selber selbst nicht so genau. Ich weiß, dass es im Gespräch war, aber bisher war es halt wirklich nur eine Online-Zeitschrift, die man sich kostenlos als PDF runterholen konnte.
Mhm. Beziehungsweise nicht mal so eine PDF, sondern ist richtig so eine Internetseite, wo man dann auch blättern kann und so. Also so richtig mit Animation. Genau. Ja, das letzte Mal, als ich bei denen auf der Seite war, war eben halt im Forum relativ wenig los. Ich weiß nicht, wie sich das inzwischen eventuell geändert hat oder auch nicht. Auch nicht wirklich. Naja, okay. Naja, es ist auch, glaube ich, im Moment, es ist etwas schwierig. Man hat dieses große Let's Play-Forum irgendwie. Und hast du mir einen Fisch und da ist, glaube ich, immer schwierig, sich nein, gegen eine schon etablierte, recht große Seite durchzusetzen. Ja, das auf alle Fälle. Man braucht halt einfach erstmal eine gewisse Anzahl an Stamm-User, die einfach ein bisschen Traffic raufbekommen, damit die anderen auch wirklich Lust bekommen, weiter mitzuschreiben. Mhm. Ja. Das stimmt. Der Tintenfisch hier, der nervt dezent an. Hast du da ein Jojo oder was machst du da, Julia? Ich weiß es nicht. Ich weiß es sah irgendwie ganz danach aus. Ja, ich glaube, ich steck mal hier wieder aus. Es mag mich nicht, das Schiff. Ja, Mensch, und ich habe gesehen, ihr hattet interessante Begegnungen auf der Gamescom dieses Jahr. Oh ja. Oh. Wo wir ja leider nicht sein konnten. Schade, schade. Leider, ja. Ja, es war echt schade. Ja. Aber nächstes Jahr kriegen wir das schon irgendwie alle geregelt. Ja. Ganz geil war, also das ist ja eher so Mulenias Gebiet jetzt, irgendwie war ja dieses Speedcubing-Dingensen da mit dem von Game One, diesen einen da. Ja, mit Ian. Ja, mit ihnen. Ihr habt mich voll angefixt. Ja, die ist voll entgangen hier mit diesen Cubes. Das irgendwie. Hat mich schon länger mal interessiert. Ich habe das ja bei Julia schon öfters mal gesehen, dass sie das macht. Ja. Und nun habe ich dann dieses Match gesehen, das war zwischen diesem Ian und MG irgendwie, und das war der Hammer. Also es war echt so, und ich habe gedacht, ja, und nächstes Jahr trete ich dann an. Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt mit im Moment noch mit so einem komischen Billigding hier entgange und versucht das erstmal zu lernen, wie man den überhaupt löst, diesen Würfel. Ja. Und ist aber schon dabei, ja, irgendwie zu gucken, was so bessere Dinger kosten und so. So mit 3 Minuten ist man nicht besonders gut, oder? Nee, nicht wirklich. Nee. Also nee. Ich brauche momentan für eine Lösung circa eine Viertelstunde. Das liegt aber daran, weil der Würfel sich nicht drehen lässt. Das ja, ist so ein 2-Euro-Teil und der fällt Teil. Mir jetzt auseinander. Ja, aber da gibt es eine ganz gute Seite, wo man die bestellen kann. Und da sind die guten Speedcubes billiger als der Rubik's Cube. Okay. Also von daher, wir fahren ja auch regelmäßig, also so circa einmal im Quartal nach München, um dann eben den Shop direkt zu besuchen, weil die halt neben dem Online-Shop auch einen richtigen Shop haben. Mhm. Der Rubik's Cube ist an sich ist selber nicht sehr gut, gell? Nee, der ist scheiße. Nicht. Der ist scheiße. Ja, ich hab nochmal auf Amazon hatte ich mir einen so einen Speedcube gekauft und so. Ja, der Shop, wo wir unsere Cubes immer kaufen, die bieten auch bei Amazon an, was ich ganz gut finde. Die heißt Cubicon. Ja, genau. Ich glaube, von denen habe ich mir auch den Würfel ausgesucht. Das ist auch ein Speedcube und ich glaube, der liegt jetzt bei 20 Euro oder so. Ich denke, das ist... Ach, dann hast du einen Ultimate Speed. Ja, genau. Hey. Genau. Wir kennen die Preisliste eben auswendig. Ja, genau so heißt das Ding. Ist gut. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Hauptsache, der dreht sich ein bisschen und ich muss da nicht so dran rumbrechen wie an diesen 2-Euro-Dingen. Also wenn du einmal einen Speedcube in Händen gehalten hast, dann weißt du, was das für ein krasser Unterschied ist. Wir haben ja so viele verschiedene Cubes bei uns rumliegen. Wirklich von den billigsten des billigsten bis zu den halt, etwas teureren. Und ist schon manchmal ganz witzig. Mhm, das glaube ich. Ich war bei meiner Schwester, die hat dann auch so einen Würfel rumliegen gehabt und den wollte ich mal gerade dann richten. Und das war so ein Scheißding, den musstest du stellenweise so mit Anlauf drehen. So. Oh ja. Oh. So ein klein bisschen zurück, um dann nach vorne zu machen, habe ich gedacht. Ja. Also, da vergisst man, was man drehen wollte beim Drehen, weil das zu lang dauert. Genau, ich habe das, ich kann teilweise nur in die falsche Richtung drehen. Und das ist dann natürlich ganz übel irgendwie.
Das ist mies, ja, das stimmt. Ja. Ja, wir gehen ja regelmäßig auf Flohmärkte. Wir waren ja heute auch wieder auf dem Flohmarkt und schauen eben, ob wir dort Rubik's Cubes oder beziehungsweise spezielle Cubes mit Motiven und so finden. Und aha, da hast du halt dann wirklich meistens solche, die wo du dann erstmal einmal nach rechts drehen musst, damit du dann mit Schmackes die Drehung nach links schaffst. Naja, das ist genial. Ja, und die lassen sich dann ja auch nicht einstellen. Also meiner, den kannst du in der Mitte, also jeweils das mittlere Ding kannst du ja so einen Deckel abmachen und kannst dann da drin irgendwas justieren, genau, dass der fester, genau, oder weniger fest ist. Ja. Genau, richtig. Ja, das ist, ja. Das ist wohl ganz besonders wichtig bei den Einhändigen. Also es gibt ja auch diese, ja, Wettbewerbe einhändig drehen, gell? Ja. Genau, richtig, da gibt es ganz, ganz viele. Wir besuchen dieses Jahr im November unsere erste Competition. Oh ja, da freue ich mich drauf. Oh ja, wir werden an beiden Tagen da sein, aber wir haben uns halt erstmal nur für den normalen 3x3 angemeldet. Alles andere schauen wir uns nur an, die ganzen verschiedenen Kategorien, die es da gibt. Nee, muss nicht sein. Was ist ein 3x3? Das ist das, was hier liegt, 3x3 Würfel. Wieso, gibt es die auch größer? Ja, ja, es gibt auch 2x2, gibt es auch. Ja, genau. Und das hört sich besser an. Je kleiner, desto besser. 1x1 wäre gut. Nee, du musst 3x3 können. 1 ist gut, ja. Einmal das kleine 1x1 nehme ich. Nee, wir haben ganz viele 3x3, den 2x2 haben wir, 4er, 5er, 6er, 7er und noch, boah, ein paar ganz verrückte Formen. Mhm. Boah, da haben wir schon ein bisschen was. Mhm. Ah, nicht schlecht. Bisschen. Ich werde jetzt auch anfangen zu sammeln. Erstmal muss ich das jetzt mal können. Hörst du wohl auf damit, Alex? Nur Blödsinn im Kopf hier, der Junge. Oh ja. Richtig viel. Aber wie ist das bei euch so, wenn ihr dann, sagen wir mal, 3 Monate nichts macht, müsst ihr dann auch wieder anfangen zu lernen? Oder ist das so fest drin, dass ihr... Also die Formeln sitzen ziemlich genau, also es sind nur ganz wenige Formeln, wo man vielleicht ab und zu nochmal nachdenken muss, aber den 3x3, den haben wir schon so stark intus, dass wir die Formeln eigentlich alle wirklich auch können. Wir gehen ja nicht mehr nach den Formeln vor, es gibt ja dieses Phänomen Muscle Memory, dass dir halt einfach deine Finger im Endeffekt schon auswendig wissen, wie sie jetzt drehen müssen bei dem und dem Fall. Nur an der Geschwindigkeit merkt man es halt, dass man halt dann keine unter 30 Sekunden mehr schafft, sondern halt vielleicht 40 Sekunden braucht. 30 Sekunden? So schnell seid ihr. Ja. Also bei mir, wenn ich jetzt so ein klein bisschen geübt habe, 3 Minuten, brauche ich. Ja, stimmt. Mit Übung sind wir beide unter 30 Sekunden. Ja, ein Bekannter von mir schafft es in 37 Sekunden hinter dem Rücken. Oh. Also ich glaube, der Weltrekord liegt bei 1,78 Sekunden oder so. Der, ne, guckt sich den 2-3 mal an und ansonsten, echt, ist das Ding durch. Ich hab letzt irgendwas gelesen mit einer Sekunde irgendwas und da hab ich gedacht, das ist überhaupt nicht machbar. Das war der 2x2. Das und kann sein, ja. Und der 2x2 liegt momentan bei 0,92 Sekunden. Ah ja. Okay. Wow, das ist doch. So schnell könnte ich überhaupt nicht mal gucken. Nee, eben. Mach meine Finger gar nicht mit. Nee. Die sind verknotet, naja, kriege ich meine Hände nicht mehr auseinander. Also mein Rekord beim Lösen dieses Würfels liegt bis jetzt bei unendlich. Ich hab's auch gut. Du kannst dich nur verbessern. Ja, eben. Das ist das Positive daran, ja? Das ist das Positive. Ja. Es kann nur besser werden. So ist es. Aber es war schon sagt witzig. Er und schafft es nie. Richtig. Wir standen auf Gamescom so draußen und plötzlich rennt halt da einer so durch die Menge und ich so, hey, guck mal, das ist doch Buddy Bro, das ist doch der, wie hieß er denn nochmal? Ja, der Ian, ja genau, das ist doch Ian. Und erstmal gekramt und gekramt, in aller Schnelle den Cube aus der Tasche geholt und ohne Hallo einfach hingestürmt und den Cube vor die Nase gehalten. Da musste er erstmal lachen. Dann haben wir uns natürlich erstmal vorgestellt, wer wir überhaupt sind. War ganz cool, dass er eben dann sich zu dem Video überreden ließ, obwohl er eigentlich schon wieder weiter musste. Ja, Wortdünnschiss. war schon cool, so ist nicht. Wollte auch eine Revanche, aber irgendwie, ja, weil er halt wirklich keine Zeit mehr hatte. Ja, aber schon geile Sache. Das ist ja das Schöne bei diesem Speed-Kram. Wie heißt das? Speed-Cubing? Ja. Das geht ja schnell.
Ja, eben. Ja, wenn man es kann, dann ja. Ja, es sei denn, man heißt mal Kondo. Dann dauert das etwas länger. Da gibt's mehr. Wir müssen echt nochmal anhand von dem Video schauen, wie lange das er eigentlich gebraucht hat. Lang war es nicht, aber er hat mich so irritiert, dass ich einen Würfel nicht mehr zusammenbekommen habe. Mitten im Beruf hat er mich voll gestört. Ja, sowas gibt's. Boah, sehr meine Ankel ist schon fast kaputt. Ah, meine auch. Tatsächlich. Ach, Nachschub liegt noch in der Kiste. Ja, ist noch genug da. Ich glaube, ich weiß, warum er jetzt ist sie kaputt. Ja, ist doch kein Wunder bei dir, Alex, Mensch. Ja, ich muss du machst ja auch nur Scheiß damit. Wie sieht denn die Zwischenrechnung bei euch aus? Ich hab 23. 39. 43. Ach, ihr verarscht mich doch, oder? 25. Ich hab doch irgendwo eine Kiste hier versteckt und greift die hier ab, oder? Also ich auf jeden Fall nicht. Nee, ich auch nicht. Ich vielleicht. Nein. Wie macht ihr das? Das gibt's ja nicht. Ich kann das auch immer nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich bin auf dem letzten Platz hier mit 25. Ich habe auch 25. Okay. Bis jetzt sieht's wohl so aus, als müssten der Joe und Alex gegeneinander antreten nachher. Gleich. Ah, vielleicht überholt mich Yoshi noch. Wie viel hast du, Yoshi? Yoshi! Yoshi ist eingeschlafen. Das macht er ab und zu mal. Das ist ja. 22. Achso, nee, also Joe hat 39 gesagt. Okay. Ja. Der Joe wird das machen. Oder der Alex. 47. Oh, was? 47? Alter. Ja, ich hatte jetzt gerade eine Glückssträhne. Aha. Was nennt man Glückssträhne? Hast du ein Netz ausgeworfen? Nee, ich geh tiefste fischen, deswegen. Ach so. Ich da, oder so mit Elektrobrutzler, so einmal ins Wasser rein, Fische kommen hoch. Wie wär's denn? Wie wär's TNT? Ich wollte es gerade sagen. Wie wär's denn mit TNT reinschmeißen? Ups, jetzt hab ich ein Lilipad gehabt. Braucht man die nur noch, als plopp, 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 brauchen wir die nur noch einsammeln. Habt ihr gewusst, dass man mit der Angel ein Boot kaputt machen kann? Ja. Ja, haben wir. Geht sogar ziemlich schnell. Ja. Drei Treffer weg ist es. Doch nur der Haken. Aber habt ihr gesehen, habt ihr gewusst, dass ein Boot, wenn es rumtreibt, auch die Seerosenblätter abernten kann? Ja. Blätter 1, geht dann aber auch kaputt. 1, so. Nee, das Boot geht nicht mehr kaputt, wenn es durch Seerosen fährt. Stimmt, das habe ich auch nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Das ist seit der 1.4 so, Molina schon. Oder seit der 1.5. Nee, 1.4 nicht, aber 1.5 oder 1.6. Also ich habe immer drei Seerosenblätter geschafft und dann ist mir das Boot kaputt gegangen. Das war früher zwei so. Tagen. Ja. Nein, vor zwei Tagen. Das kann nichts sein. Normalerweise. Also ich habe, das Boot ist mir aber auch ständig kaputt gegangen, ne? Ich habe dann... Geguckt, vielleicht Server seit dem Bug. Ja, es mag sein, also es war echt übel. Boah, naja, darf ich mal lästern? Ja, bitte. Natürlich. Frau am Steuer. Das gibt natürlich 20 Fische Abzug. Ja, mindestens. Wir müssen uns jetzt alle auf ihn und killen ihn und teilen die Beute. Genau. Krieg ich wieder nichts ab. Das weiß ich aber jetzt schon. Ich tippe erstmal Godmode ein. Ja, gute Idee. Slash Godmode. Warte mal eben, wie war das noch? Ja. Slash Kick. Was also tauchst du hier rum? Ich krieg hier heute keine Fische raus. Du verscheuchst mir hier meine Fische. Molende, ich stehe auch vor dir da die ganze Zeit. Macht ihr nur Blödsinn da? Nee. MG wollte baden. Ach so, ja, genau. Und danke, dass du mich runtergeschickt hast. So habe ich einen Fisch gefunden. Ja, ich sag ja, tiefste Tauchen hilft. Ja, ab und zu. Ja, ja. Alter, jetzt wirft er mich schon wieder mit der Angel hier an. Kann passieren. So macht er das, der Alex. Mhm. Ja. Der schmeißt die anderen alle runter. Ja, ja. Mhm. Ja? Ja, und so kann er als einziger angeln. Genau, und die Fische, die zieht das Menschenblut an, also von dem her. Ja, genau, es sind alles Piranhas. Ja, das ist auch. Wahrscheinlich angelt er uns die Fische aus der Tasche. So, von hinten. Ja, das genau. Von hinten. Ich glaube, Julia, die will hier unbedingt irgendwelche, ich hätte beinahe Kakerlaken gesagt, Tittenfische angeln. Nö. Hast du bei ihm gerade einen Angel gehabt? Echt? Ja.
finde das immer so witzig, wenn die Tintenfische die Boote da durch die Gegend schubsen. Ja. Nee. Zack, boah, 27 Fische. Oh, ich hab erst 30. Ich auch. Erst 49. Oh Mann. Ich glaube, ich bin Letzte. Das ist eigentlich meine Aufgabe, die meisten Fische zu haben. Sollten wir vielleicht das nächste Mal beim nächsten Special den Alex nicht mehr mitnehmen? Ja. Ja. Eindeutig. Das sehe ich auch so. Ich bin dafür, dass der Wusimu dann wieder dabei ist. Mhm. Der redet nichts mehr als ich, gell? Eben, der ist so schön gesprächig. Eben, das sowieso. Wer ist Wusimu? Wusimu? Das ist der, vor dem ich mich ausgezogen habe. Genau. Komm du mir nach Hause. Ich sitze im Raum neben dir. Stimmt ja, das Schwert ist Wusimu. Und Wusimu meinte nur, oh, schöne Hose. Genau. Aha. Aha. Ja, und seitdem gibt es ja auch das Schwert des Wusimu. Ja, ja. Das war echt Weltklasse, ja. Das war super. Ja. Hier sind keine Fische mehr drin in dem Teil. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die sind alle weggeangelt worden. Ich finde jetzt auch nichts mehr. Ich muss jetzt auch sagen, irgendwie, wir kommen auch gleich mal zum Ende, würde ich sagen, Mulenia, wa? Ja, mal Kondo. Also zumindest was das Angeln hier angeht, da müssen wir ja noch den hier die Siegerehrung und so. Wir können aber erst aufhören, wenn ich gewonnen habe. Ja, also Leute, stellt euch auf eine ewige Aufnahme ein. 10 Parts. Wenn das Mann reicht. Mal gucken. Jetzt hör doch mal auf da drüben. Also 31 habe ich jetzt schon. Was? Wer hört auf? Wo? Was? Na, du. Ich? War da auf den Fisch rauszuziehen. Ja. Na klar. Nein. Doch, wieso das denn nicht? Doch, ich finde das gut. Du ziehst dann da einen Fisch raus, dann muss ich da rüber werfen. Ich glaube, hört mal auf jetzt. Nein, hört auf damit. Weg, weg. Alle beide, weg da. Boah, siehst du, da fängt er schon an hier. Ja, genau. Guten Fanggrund gefunden. Immer zum Mulenia gehen, da gibt's immer Fische. Und ich krieg keine mehr. Verdammte Axt. Sobald du da bist, krieg ich hier keine mehr. Ja. Die ziehen hier die Fische raus, ich hau ab hier. So, das kann ich nicht mehr mit ansehen. Ich gehe auch wieder. Das deprimiert sich etwa, oder was? Ja, da werde ich total eifersüchtig. Ja. Mulenia, hast du mal ein Taschentuch für mich? Nee. Oh. Ich muss mir eine Träne verdrücken. Nimm den Ärmel. Oh. Ein Ärmel? Ja. Oh nein! Das Problem ist, ich sitze hier im T-Shirt. Ärmel ist kaputt. Ja, das geschieht dir recht. Ich habe gesagt, immer in die Richtung von Mulenia gehen. Oh, jetzt habe ich den Dschungelbaum geangelt. Oh. Ja. Das gibt extra Punkte. Ich habe gewonnen ohne Minispiel. Fischi, 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 Fischi. Ach, ich glaube, das verschwind. Wird bei mir nichts mehr. Mann, Fischi, Fischi, Fischi. Glaubst du, so kommen die mehr? Ja. Da habe ich schon die ganze Zeit gemacht, aber da habe ich mich dann immer gemutet. Aha, oder ich... Boah. Jetzt habt ihr ihn verscheucht. Ich glaube, das ist deine eigene Schuld gewesen. Ey! Wer war das? Wer hat Julia runtergeschubst? Frechheit. Wenn du das so sagst, dann wirst du wohl du gewesen sein. Frechheit. Alex, wo... Nee, das ist ja gar nicht das Julia, okay. Fuck, meine Angel ist hin. Ein gutes Mal Konto. Also ich hole jetzt gerade rapide auf, ne? Ich bin jetzt bei 37. Okay. Ja. Ich hab 5. Also ihr verarscht mich. Och, am Schluss bin ich Letzter, oder? Ihr wartet so lang, bis ich Letzter bin. Wie viel hast du denn jetzt? Da ist der Plan. 33. Ach, hör auf, ich hab 28. Ah, gut. Ihr müsst noch warten. Ihr müsst noch warten. Moment. Oh, danke. Ich hab 29, mal Kondo. Ich hab dich überholt. Ich hab auch 29. Joe, wie viel hast du? Julia? 50. Ich hab 31. Ja, ich auch. Ach, verdammt, Axe. Ey, Yoshi. Ja. Wir beide sind die Letzten hier. Ja, wie immer. Irgendjemand muss es doch sein. Ach, verdammt. Ich bin 51. Kein Angler. Ich hab 5 Aquarien. Was will ich da angeln? Die hast du doch als Katzenkino, oder? Entschuldigung, das war keine Absicht. Das Ding war vor dir und ist in dich reingeschwommen. Ja, ja. Das ist angezogen. Das sind Magneten in der Tasche. Ach so. Fischmagneten. Fischmagneten, hä? Was?
Wie? Ein Fischmagnet wäre cool. Ja, genau. Einmal quer durchschwimmen, das ganze Inventar voller Fische. Gibt's da nicht so ein Plugin irgendwie, dass Malkondo einen Fischmagneten gibt? Das würde. Ja, das ist doch eine coole Idee. Ja, mehr Fisch, genau. More Fish, genau. More Fish Mod. Malkondos More Fish Mod. Einwandfrei. Jetzt geht er mal weg, du doofes Ding. Ich würde ja eigentlich eher sagen, um das im Allgemeinen zu haben, Malkondo the Winner Mod. Malkondo ist aber auch Kriebe inklusive, ne? Ja, natürlich. Ja. Wenn schon mal nicht, dann richtig. Dann machen wir jetzt Schluss, oder? Ja, würde ich auch sagen. Alle aufhören zu angeln. Alle aufhören zu angeln. Aber ich will nur noch einen. Ich angel mich gerade warm jetzt. Alle aufhören. Keiner darf mehr die Angel im Fluss haben hier im See. Ja gut, ich höre jetzt schon auf. Also gar keiner mehr. Das dürft ihr nicht mehr. Schluss jetzt. Ja. Ja, dann mach doch weg da. Hey, ich habe eine Angel im Gesicht. Ja. Wer hat eine Angel im Gesicht? Hörst du auf damit? Ey. Ja, ich. Also ich habe mich gesteigert. Ey. So, ich hab jetzt den Übel. Duell der Angeln. Das ist cool, wäre auch was für ein Minispiel. Ach, jetzt kommt der auch noch dazu. Kommt auch gleich dazu, ist klar. Ja, klar. Ja, toll. Der hört sterbende Menschen und kommt gleich hinzu. Vorsicht. Nein, ich hab meine Angel mehr. Verdammte Axt. Josh ist an meiner Leine. Au. Schluss damit. Wulenja, lass mich los. Gut, dann zählen wir jetzt mal Fische. Au. Okay. Ich hab 34. Also ich hab 31. 54. 34. Verdammt, ich bin letzter. 42. Ja, ich bin nicht letzter. Juhu. Ich hab 33. Schade, Beweis. 57. Verdammt. Jetzt wird irgendwas anderes noch reingelegt. Ich hab's knapp. Meine 34 liegen drin. So, hier, meine 31 kommt noch dazu. Also sind das Alex und Joe, die jetzt gegeneinander antreten müssen, ne? So sieht's aus. Yay. Ui. Jetzt muss ich auch meinen Fisch ablegen. Ihr müsst jeder einen Fisch mitnehmen. Was soll jeder? Achso. Einen Fisch braucht ihr. Zum Winken. Ja, das ist wichtig, naja. Hä? Also ich werf meine Fische jetzt da rein und immer wieder einen raus, oder was? Einen behältst du sozusagen, genau. Aha. So schnell wie Joe. Damit schlagen wir uns dann. Lecker. Also Alex und Joe, genau. Eure Fische habt ihr. Dann, Die anderen brauchen eigentlich keinen, nur Alex und Joe brauchen Fisch. Wieso, gut. Wir brauchen dann nachher auch noch. Wofür? Na, für das Abschlussfoto. Achso, ich muss mir auch einen mitnehmen, Moment. Ja, wir gehen doch eh wieder nach oben, oder? Achso, okay. Ich verköstig mal ein bisschen. Lecker Fisch. Also doch noch oben. Lecker. Nein, noch eine Kartoffel. Wusi. Oh, verschlafen wahrscheinlich. So. Die sind ja alle noch da oben. Ja, die musst du mal runterholen. Kommt doch mal runter. Also, was schon dabei. Jetzt? Zuerst nach oben, dann wieder nach unten? Also, Nein, nach unten. Okay. Hier lang. Hi. Moment. Ich hab Angst. Dann haben wir jetzt als allererstes mal den Server komplett voll, gell? Ja. Acht Leute. Uah. So, Joe, du darfst dich hier hinstellen. Alex, du stellst dich hier hin. Wow. Okay. So, Moment, ich will mal eben umstellen hier. Mit Kletterwand. So. Ich das auch beobachten kann. Dann gut zuhören, damit ihr auch alles versteht. Hm? Ja. Bei Start geht's los. Ach was. Also ihr müsst auf den Balken darüber springen, ja, bis auf die andere Seite euren Fisch in die Truhe tun und bei dem als erstes die Redstone-Lampe da hinten leuchtet, in dem Fall wird sie dann weiß, beziehungsweise geht an, ich habe das falsche Pack an, merke ich gerade. Halt leuchtet, sag mal einfach. Genau, wenn sie leuchtet, dann derjenige, der halt als erstes so leuchtet, genau. Also Joe hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was? ja, wie gesagt, der hat gewonnen. Toll, Marco, und, wie stellst du dich mal aus? Wie stell ich dann wieder zum wieder aus? Angelkönig. Du musst den Trichter reinklicken unten. Ach so, und den Fisch da wieder rausnehmen. Einer muss drinnen bleiben. Einer muss drinnen bleiben? Genau. Das kriegen wir hin. Marcondo. Das waren zu viele. Ja, das ist Technik. Yeah. So, jetzt ist einer. Jetzt passt's wieder, genau. Gut, dann
Muss ja. jeder Holzplatz also wer, berührt wer, werden? Nein, aber wer ins Wasser fällt, muss wieder von vorne anfangen. Ja. Okay. Ne? Gut, alles dann... Darf ich dann direkt dreimal von vorne anfangen und gehe dann rüber? Ach, das kriegst du schon hin. Ist ganz einfach. Ich hab's auch geschafft. Also ich hab das geschafft und das soll schon was heißen. Ja, eben. Gut, dann macht euch mal bereit. Drei. Startet eure Motoren. Drei. Zwei. Eins. Start. Und es ist spannend. Da ist schon der erste ins Wasser gefallen. Und der zweite auch. Yoshi, du hängst da gut da oben. Ja, das sieht man am besten. Ist eine super Idee. Aber das geht sich gar nicht aus, der Sprung. Verdammt. Also, ist gar nicht so einfach. Also, ich fand das ganz einfach. Hochklettern und Schiff drücken, fertig. Ja, das ist die Aufregung, Morena, gerade. Ach so. Ja, aber das also Beefs in Minecraft können echt mies sein. Ja, das stimmt. Also, die Aufregung, die spielt einen da gerne Streiche. Ja, ich hab's aber versucht, so einfach wie möglich zu machen. Das Ding ist gelaufen. Alex hat's. Yippie! Herzlichen Glückwunsch an Alex, unseren ersten Angelkönig. Du bist hier vorne. Auch herzlichen Glückwunsch an den Zweitplatzierten. Boah, ich zieh dann ganzen Körper gerade. Schweißnasse Hände. Du steck doch mal die Angel weg. Dann gehen wir mal mit unserem neuen König nach drüben. Komm ich mit Goldkrone. In diesen Raum. Irgendwie riecht es hier nach Fisch. Und jetzt werde ich gefangen. Alles klar. Ich habe aber Kürbis in der Hand. Wow. Genau. Ist ein Bildfehler? Und hier hast du deine Krone. Herzlichen Glückwunsch dem ersten Gamehard LP Community Server Angel Special König. Genau. Hey. So, jetzt hier ein Schild noch. Ich brauche noch Fotos, weg da. Ja. Lächeln. Schön grinsen. Gut. Jetzt darfst du hier noch mit dem Schild dich an unserer Angelkönige-Wand verewigen. Wo? Da? Da an der Wand. Genau. Links. Bitte. Okay. Einmal deinen Namen dran klatschen. Wo so hast du denn die jetzt herbekommen? Die Wand? Nee. ich hab jetzt eine goldene Krone in der Hand. Ja, die gehört hier oben in den Rahmen. Ach, oh, über den Thron. Gerade mal weggeklaut hier, also ehrlich. Das war mein Partner, ne? Nee. Die lag da auf dem Boden. Ich hatte sie auch gleichzeitig auf. Aua. Ja, sehr schön. So das Richtige, okay. Dann haben wir unseren ersten Angelkönig. Sehr schön, sehr schön. Super. Dann würde ich sagen, fürs Abschlussfoto gehen wir nochmal nach oben, wa? Ja. Knickt euch alle nieder. Das kannst du vergessen. Jetzt werd mal nicht übermütig hier. Ihr bekommt alle so. Fische. Nein! Ich bin runtergefallen. Ach, da nach oben. Ach, du. So, du musst in der Mitte, ne? Hier, Alex. Oh. Als Angelkönig. Ja, ich brauche noch einen einen Fisch. Oh ja, Mensch, wo ist mein Fisch? Wieso habe ich den nicht? Der Ausstieg ist aber wirklich übel. Ja, der Ausstieg liegt klar bis an der falschen Seite. Ja, ich werde da nochmal dran arbeiten, an dem Ausstieg. Nur die Klappe. Soll ich die Ankel in der Hand halten? Okay, das ist aber. Na komm, soll ich die Ankel in der Hand halten? Ja, du kannst die Angel in der Hand halten. Wir anderen halten halt nur die Fische. Also ihr solltet euch, meine Fische seid und ich euch gerne wenn möglich, um mich umzuplatzieren, dass ich ein bisschen mittig bin. Ja, zumindest an der. Denn in der Mitte muss eigentlich der Angelkönig, wenn es geht. Ja. Alle ineinander stellen. Einmal Richtung Zaun alle. Wo bist du jetzt? Ach, Alex, dann. Umdrehen. Mhm. Ach so. Ja, so ist das perfekt. Julia und ist auch noch ein bisschen. Moment, warte mal, ich bin der Einzige hier, der noch Klamotten anhat. So ist es perfekt. Zieh dich aus. So, ich mach mich auch nackig. So. Gut. Schöne Aussicht. Ja, sehr schön. Spitzenmäßig. Doch, kleiner Fisch, ich geb dir die Freiheit wieder. Aber du könntest ja hier vorne einfach Half-Steps hinmachen, oder? Dann wäre der Ausstieg leichter. Das stimmt, ja.
kriegen wir hin. Hui. So, okay. Das Adrenalin. Machen wir mal Schluss jetzt erstmal hier die den Aufnahme, Fischen, ne? Genau. Ich mir mit in meine Welt. Ja, mach ja, das. Mach das. Gib mir den Namen. Goldi. Ja. Goldi. Nein, Goldi Fischi. Fischi. Okay, Fischi. Stinky. Stinky. Also jetzt kannst du ihn noch Fischi nennen und wenn du bei dir angekommen bist, kannst du ihn Stinky nennen. Genau. Genau, das war ich. Gut. Gut. Ja, dann vielen Dank an alle, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. War mal wieder ganz toll. Hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns schon aufs nächste Angel-Special. Wir, einen wissen wir ja schon, wer dann da zu Besuch kommt. Ja. verraten wir aber noch nicht. Ja. Ich hab einen gesagt, einen zu Besuch. Wir sind ja sowieso hier. Ja, so ist es. So, dann verabschieden wir uns von Julia Trinn. Tschüss. 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 Danke. Klatsch. Und natürlich auch von MG Mus mit. Tschüss. Jetzt hör doch mal auf, geh doch weg da, ich kann ihn gar nicht sehen. Und alle anderen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis denn. Und ciao, tschüss. Ciao.